Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Frambow. Und diesmal werden wir uns, glaube ich, auch ein bisschen bewegen, weil letztes Mal, ja, ich bin so ein bisschen von diesem Buch von Leon überrascht worden. Aber gehört ja auch zum Spiel, ne? Ob ich jetzt hin und her laufe und mit leblosen Objekten rede oder halt ein Buch vorlese. Im Endeffekt ist das alles ja Teil des Spiels. Und jetzt reden wir erstmal mit einem leblosen Boot. Das müssen ganz besondere Boote sein. Mit Spezialfähigkeiten. Ich wünschte, ich könnte mit einem davon nach Hause fliegen. Aber das kann ich wohl nicht. Ich habe keine Superkräfte. Guten Tag. Guten Tag, kleines Wesen. Ich habe fliegende Boote gesehen. Wie funktionieren die? Stell dir vor, sie würden schwimmen. Aber statt auf Wasser, in der Luft. Ganz einfach. Könnte ich mir wohl eines deiner Boote leihen und wegfliegen? Ich will nach Hause. Oh, nach Hause fliegen, verstehe. Leider funktionieren diese Boote nur bei Erstianern. Ah, verstehe. Naja, danke sehr. Viel Spaß noch beim Bootsbau. Schade. Oder was heißt schade? Dann wäre das Spiel vielleicht noch vorbei. Und eigentlich gefällt mir das Spiel ganz gut, muss ich doch sagen. Ich könnte mich hier verstecken, wenn das Monster kommt. Ich hoffe, er kommt niemals wieder. Viel Holz. Vielleicht wird daraus eines Tages ein Boot. Sieht aus wie eine Spinne. Viele Beine, die an mir hochkrabbeln. Wieso? Ein Boot. Bereit zur Abfahrt. Auf und davon. Huhu. So, gehen wir noch mal zu ihm hier. Lecker Früchte und Gemüse. Sie sehen alle so lecker und toll aus. Vielleicht kann mir Tante Grace zu Hause eine Suppe machen. Hallo kleine Wurzel, du bist so niedlich. Oh danke, du bist auch niedlich. Ich bin Fran, und du? Ich? Nein, ich bin nicht Fran. Ich bin Selma und will den ganzen Tag singen. Und was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied geht so. Eins und eins sind zwei, eins und zwei sind drei, zwei und drei sind fünf, und drei und fünf sind acht, und weiter weiß ich nicht. Das habe ich in der Schule gelernt. Es ist lustig. Oh, das klingt sehr mathematisch. Ich muss jetzt gehen. Du hast übrigens wunderschöne Früchte. Macht's gut. Fran, du kannst nicht herumlaufen und allen Leuten sagen, dass sie wunderschöne Früchte hat. Ich bitte dich. Ah. Kurzer Schluck getrunken. Ach ja, genau. Wir wollten ja zu der großen... zu der großen Uhr. Die sollte ja hier sein. Wo könnte die große Uhr nur sein? Ich habe das Gefühl, dass sie nicht unbedingt allzu sehr versteckt ist. Gucken wir mal. Oh, klingt, als wäre etwas kaputt gegangen. Fran. Ganz am Anfang, also, ich möchte einen Vorhang bewegen. Zack, erst mein Vorhang abgebrochen. Und jetzt die große Uhr, die anscheinend die Jahreszeit mir kontrolliert. Ach, die mache ich mal kaputt. Vielleicht mache ich etwas falsch, aber wie funktioniert das? Das ist eine komische Uhr. Wo sind all die Zahlen? Sie hat Symbole und Farben, aber die Zeit zeigt sie scheinbar nicht. Naja, die Zeit läuft etwas anders hier in Ethersta. Ich gehe nochmal zurück und sag mal dem Uhrmacher, dass die wichtigste Uhr des Landes kaputt ist. Der freut sich bestimmt. Ich habe ein kleines Problem. Ja, nun, ich habe keins. Die große Uhr auf dem Baum ist kaputt. Ich kann sie nicht reparieren. Bitte hilf mir. Eine kaputte Uhr? Eine Schande. Arme Uhr. Du musst mir helfen. Bitte repariere sie für mich. Ich flehe dich an. Ich muss nach Hause. Ich repariere keine Uhren umsonst. Sonst ist meine Lebenszeit verschwendet. Wie meinst du damit? Was meinst du? Ich nehme eine große Goldmünze pro Uhr. Zeit ist Gold, du weißt schon. Klar, hier, deine Goldmünze. Oh ja, aber du musst mir erst den Job anbieten, alles klar? Tu es. Und sei höflich. Sei der Reparierer. Oh, Herr Uhrenmeister, würden Sie meine Uhr reparieren? Für dieses Goldstück und im Namen der... Zeit. Ich flehe dich an, nimm mein Angebot an.
Natürlich. Das war ein unglaubliches Angebot. Sehr leidenschaftlich. Toll. Gehen wir zur großen Uhr und reparieren sie. Okay, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht sowas. Es sah irgendwie ein bisschen massiver aus dahinter. Naja. Da laufen wir immer hinterher. Ist wahrscheinlich, wenn ich hier schnell einen Szenenwechsel mache, wird es auch funktionieren, aber der läuft so gut. Und allzu viele Animationen gibt es in dem Spiel ja nicht. Kann man die wenigen ja mitnehmen. Ich glaube, ich muss den ansprechen, damit die Uhr fertig wird. Hm, du hattest recht. Die Uhr ist kaputt. Du kannst sie reparieren, nicht? Natürlich. Eine Sekunde. Oh, da. Was ist? Scheinbar hat jemand Unfug mit dieser Uhr angestellt. Was meinst du? Jemand hat sie kaputt gemacht. Das ist böse. Eine wehrlose Uhr kaputt zu machen. Ha! Warum würde sie jemand kaputt machen? Kamalas, Winter, der Kotanberg, die Steine. Viele Gründe. Oh, wovon sprichst du? Ich verstehe nicht. Kamalas, die böse Dunkelheit. Sie arbeiten für Remor, den schrecklichen Schwarzen. Und Kamalas sind die einzigen, die in dieses Land dürfen. Das einzig Böse hier. Das würde mich nicht überraschen. Remor will die Steine. Aber was ich nicht verstehe, aus welchem Grund? Die Steine sind bedeutungslos für ihn und sein Königreich. Und die Steine sind in der Winterzeit. Ist Remor ein großes schwarzes Monster mit einer Maske? Einer toten Ziegenmaske? Ja, kennst du ihn? Ja, ich glaube, wegen ihm bin ich in diesem Land. Ich bin ein Mensch, weißt du? Oh, ein Mensch. Jetzt verstehe ich. Ich brauche auch die Steine. Sie sind dein Weg nach Hause. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Aha, darum musst du in die Winterzeit und zum Kotramberg gehen. Ja, genau. Ich muss mit dem großen Zauberer reden und mir die Steine ausleihen. Nun, sieh es wieder ganz. Ich gebe dir etwas, wenn es dir, was es dir leichter macht. Hier, eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung für die Uhr. Ich hatte recht. So kannst du in allen vier Jahreszeiten reisen mit nur einem Knopfdruck. Aber sie ist nur ein Prototyp. Sie funktioniert also nicht, wenn du weit weg bist. Und vergiss nicht, die Zeit ist eine unendlich geschichtete Realität. Also sei vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Vielen, vielen Dank. Du bist ja nett, Uhrmacher. Bitte, nenn mich Cogwind. Okay, Cogwind. Ich bin übrigens Fran. Wir sehen uns. Tschüss. Das ist ein netter Twist, muss ich sagen. Das gefällt mir schon. Aber ich wollte hier mal gucken. Okay. Gerade im Winter waren nämlich hier ganz viele Geister. Ändert sich hier irgendwas? Sind die noch alle am Markt? Nee, das... kann ich mir das jetzt anschauen? Hallo? Es ist sicher bei jeder bei sich zu Hause. Ist hier jemand? Hallo? Schon ein bisschen trostlos hier, ne? Und dieses Schneegeräusch. Ist hier jemand? Hallo? Na, ich habe das Gefühl, dass im Winter nicht viel los ist. Hallo? Hier ist wohl jemand. Achso, das ist einfach derselbe Text. Ist hier jemand? Hallo? Naja. Ich würde mal sagen, wir begeben uns mal so langsam und dann melde ich Richtung Berg. Ich weiß jetzt nur nicht, ob rechts oder links. Wir fangen mal rechts an. Hier ist eine Leiter. Ich muss diese Leiter nicht hochklettern. Pause machen, ne? Hallo. Hallo. Guten Tag, lebendes Etwas. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Was machst du da? Ich rieche an dieser Blume. Wunderbare Kreation. Wartest du auf jemanden?
Ich warte darauf, dass die Zitronen wachsen. Magst du Zitronen? Für meinen Geschmack etwas zu sauer. Aber Limonade ist lecker. Ich werde Limonade herstellen für die Gäste der Bar, weißt du? Wir tun auch noch etwas anderes hinein, damit wir fliegen können. Fliegen? Wow, das möchte ich mal versuchen. Klingt toll. Ja, darum warte ich. Das kann man nicht erzwingen. Hey, die Bar öffnet im Herbst und ein sehr toller Tänzer wird auftreten. Du solltest unbedingt vorbeikommen. Vielleicht tue ich das. Klingt toll. Danke. Tschüss. Oh, ein Korb. Er ist leer. Ich kenne diese Art von Baum. Tante Grace hatte einen zu Hause. Das ist ein Zitronenbaum. Die sind sehr lecker. Tante Graces Baum wurde im Winter sehr traurig. Hm. Die Geschichte des pflückenden Menschen. Ja, so, hierhin wollte ich. So. Kann ich eine deiner Zitronen haben? Tut mir leid, Liebes. Die Zitronenvorräte sind beschränkt. Ich kann dir keine geben. Ich nehme so viele Zitronen, wie in den Korb passen. Das bedeutet alle Zitronen vom Baum. Ah, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich muss irgendwas finden, was ich da reinlegen kann. So, also, wenn ich eine Zitrone brauche, ich wüsste ja noch nicht mal wofür. Naja, gehen wir mal weiter. Diese Blume blüht sehr langsam. Woher weißt du das? Ein müder Baum. Gute Nacht. Guten Tag, junge Dame. Kannst du mir bitte dein Ticket zeigen? Hallo, ich habe kein Ticket. Wie bekomme ich eins? Was? Jeder Bürger Ithersters bekommt ein Ticket. Warum hast du deins nicht? Ich bin kein Bürger. Vielleicht liegt es daran. Kein Bürger? Das ist etwas Neues. Zu neu. Tut mir leid, ich kann dich nicht hereinlassen. Alles klar, verstanden. Aber was kann ich dann tun? Ich möchte so gerne hinein. Ich weiß nicht, das ist noch nie passiert. Hm, ich denke, ich muss meinen Weg hineinfinden. Danke. Tschüss. Das ist die langsam blühende Blume. Oh, die Blume ist wunderschön. So anders als die anderen. Autsch, sie hat Dornen. Das nenne ich mutig. Ich bräuchte auch Dornen, um dem bösen Monster weh zu tun. Du hast doch ein Messer. Zack, und die Hütte ist weg. Okay. Alter. Oh, wow. Was seid ihr? Ihr seht aus wie Feen in meinen Büchern. Das reinste aller Gefühle, das Licht aller Materie. Wir sind Valokas. Oh, ihr seid sehr glänzend und ihr macht mich glücklich. Oh, so glücklich. Sie, Kreatur, eins der jungen Valokas wird den Schild bekommen. Umbakma Beamilgo Umbakgran. 299 Millionen Jahre alt. Soldaten der Sonne, Kreaturen aus der Erde, Frucht aus der Saat. Lass das Universum dich mit der Wahrheit erleuchten und sei frei. Hä? Wo geht ihr alle hin? Wir setzen unseren Lebensweg fort. Möge Freiheit mit dir sein, mein Freund. Entschuldigung, kannst du zaubern? Das Universum zaubert schon die ganze Zeit. Du bist selbst voller Magie. Aber ich möchte Dinge wissen. Ich habe irgendwie das Gefühl, du weißt alles. Wir sind das Licht. Wir sind überall. Nach welchen Antworten suchst du? Ich will wissen, wer meine Eltern getötet hat. Und warum jagt mich das große Monster? Die Wahrheit kommt zu denen, die suchen. Dein Pfad zur Wahrheit ist gewaltig. Du lebst in einer Realität, die dir den Rücken zukehrt. Du bist zu zart, um der Wahrheit jetzt entgegenzutreten, um zu stark, um loszulassen. Aber
Liebes, sei nicht traurig. Wir müssen weiter. Ja, Kätzchen, du hast recht. Ja. Was geht hier mit der Maschine? Hallo. Nein, nein, nein. Ich bin der mächtige Valoka. Warum haben die so ein Valoka-Spielzeug? So hübsch. Boah, was für ein riesiger Valoka. Aber er ist nicht echt. Ich frage mich, wofür sie es benutzen. Es hat vier Arme. Vielleicht hatte der große Valokas vier Arme. Schauen wir mal, ob hier im Frühling auch so wird ist. Okay, im Frühling ist hier der Schuppen zumindest mal wieder da. Hier haben wir nochmal Frühling. Ne, Sommer. Wir haben's. Da, gehen wir mal wieder zurück. Ah, ich frage mich, was das ist. Hi. Kann ich mit dir reden? Du scheinst sehr beschäftigt. Ah, da steht bestimmt was Wichtiges drauf. Das ist ein Berg drauf. Das muss Berg Kotrim sein. Nur Bäume und Blumen gibt's hier. Okay, und im Sommer? Verändert sich nichts. Im Herbst haben wir hier ein paar Pilze, die wahrscheinlich gerade auch da waren und ich nicht wahrgenommen habe. Und im Winter haben wir hier eine Höhle. Aha. Ach, der sieht aber hübsch aus. Das verstehe ich nicht, aber ich erkenne einige der Symbole wieder. Plus, Minus, Multiplikation und andere Dinge. Das muss doch was Mathematisches sein. Verstehe ich nicht, aber ich bin in einer anderen Realität, also ist das okay. Ich habe keine Zeit, Dinge zu tun, die ich nicht verstehe. Ich sollte mehr über meine eigene, schöne Welt lernen. Die Welt hier ist nicht schön. Oh, Kohle. Ich habe immer auf der Auffahrt mit Kohle gemalt. Ja, das benutzt man auch zum Verbrennen. Komm, reden wir mal mit ihm, dem Guten. Oh, sind Sie der große Zauberer? Tut mir leid, ich bin Fran und ich brauche Ihre Hilfe. Ist das der Kotrimberg? Wahnsinnig gesprächig. Entschuldigung, können Sie sprechen? Du hast zu viele Fragen. Das ist gut. Oh, tut mir leid, der König sagte, Sie könnten mir helfen. Was der König sagt, tun wir. Sie müssen mir die Steine ausleihen, um eine Tür in eine andere Welt zu öffnen. Die Steine sind weg. Und ich weiß nicht, wo sie sind. Sie suchen, ich verstecke mich. Ich verstecke mich, ich vergesse. Man kann sie nicht finden. Oh, verstehe, aber vielleicht kann ich bei deiner Suche helfen. Ich will nur die größte Antwort von allem wissen. Wie geht das mit den Hasen? Ich habe gesehen, wie es ein Mensch getan hat. Der Hase kam aus einem leeren Hut. Wie? Das ist die größte aller Fragen. Weil wenn nichts existiert, existiert das Nichts. Aber wenn das Nichts existiert, dann gibt es kein Nichts. Ich frage mich wieder, wie? Warum fragen Sie nicht die Person, die es getan hat? Oh, ich habe einen Besucher. Guten Tag, was führt dich zum großen Zauberer? Gar nicht verwirrt, der Gute. Das bin ich, nur damit du es weißt. Oh, guten Tag. Ich bin wegen der Steine hier. Der König schickte mich hierher. Die Steine, ah, nach ihnen hat schon lange niemand mehr gefragt. Ich habe den großartigsten aller Sprüche gewirkt, damit sie niemand finden kann. Du weißt schon, die schwarzen Schatten, die Kamalas, sie versuchen immer, sie zu stehlen. Also muss ich sicher gehen. Aber ich brauche die Steine. Ich bin hier nicht zu Hause. Die Steine verstecken sich. Ich erinnere mich nur an vier Rätsel, die mit den Steinen verbunden sind. Vier Rätsel, die meine Erinnerung wiederbringen werden. Nur wenn alle vier Rätsel korrekt beantwortet werden, werde ich dir sagen können, wo du fünf Gegenstände finden kannst. Diese Gegenstände sind die Steine in ihrer anderen Form. Dann bin ich der Einzige, der sie zurückholen kann. Oh, das war viel Information. Ich zeige es dir.
Natürlich, wir bemühen mal wieder das Pentagramm. Das ist der Stern von Iferster, Omgebe, der größte Führer im Himmel, der größte Wächter dieses Landes. Und was muss ich tun? Wo sind die Rätsel? Ich gebe dir die 4 Rätsel, geschrieben in der Sprache von allem. Die Antwort ist immer ein Gegenstand. Lege diese Gegenstände auf den Stern von Iferster, auf das passende Symbol. Und danach sage ich dir, wo die Sterne sind. Steine auch genannt. Oh, vielen Dank, Herr Zauberer. Oh, Herr Zauberer, der König sagte mir, dass Sie mich wieder menschlich machen können. Hat er? Ich glaube, das stimmt. Ich erinnere mich kaum noch, wie das geht. Sie erinnern sich nicht, aber ich kann nicht als Baum nach Hause gehen. Ich verstehe, aber ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss mein Wissen wiederfinden. Vielleicht können wir dich wieder menschlich machen, wenn du den ersten Stein hast. Oh, das wäre wunderbar. Ja, unglaublich und toll. Versuch einfach, die Rätsel zu lösen und alles wird gut, glaube ich. Brauche ich etwas Besonderes, um ein Mensch zu werden? Ich glaube, der Geruch ist sehr wichtig, wenn ich mich richtig erinnere. Also, bring mir deine Klamotten und wir schauen, wie es geht. Können Sie mir die Rätsel nochmal erklären? Ich habe vergessen, was ich tun muss. Lege einfach die richtige Antwort auf die richtige Stelle auf dem Stern von Iferster. Wenn du das geschafft hast, kann ich dir mehr erklären. Jetzt wartet Hasenwissenschaft auf mich. Okay. Steht da wie so ein Schüler so, was kann ich machen? Ein süßes Häschen. Ich frage mich, ob der Zauberer es genäht hat. Das hat er gut gemacht. Ich mache mir auch einen, wenn ich zu Hause bin. Zeug, um zu zaubern, denke ich. Die werde ich nicht benutzen. Ja, da haben wir eine ganze Menge aufbekommen, denke ich. Und einfach nur, weil wir schon wieder bei 22 Minuten sind, sage ich jetzt mal danke fürs Zusehen. Und ja, die Rätsel sehen wir dann in der nächsten Folge. Mach's gut und bis bald.